Jeder vierte Konkurs in Europa ist auf Zahlungsverzug zurückzuführen. Die Europäische Kommission will dieses Problem angehen. Wenn Geschäfte nicht pünktlich zahlen, haben wir das Risiko, zu produzieren oder nicht. Das hat auch Auswirkungen auf unser Stressniveau. Hallo und willkommen bei Business Planet. Verspätete Zahlungen sind für Unternehmer ein großes Problem. Sie verursachen Probleme bei Gehältern, Investitionen und Cashflow, ganz zu schweigen von den emotionalen Auswirkungen. Die Kosten für verspätete Zahlungen, und zwar Zahlungen von Unternehmen und Behörden, sind enorm. Die jährlichen Kosten für die europäische Wirtschaft sind höher als das Bruttoinlandsprodukt von Finnland. Die Modedesignerin Caroline Dart hat ein Bekleidungsgeschäft in Frankreich. Wir entwerfen regelmäßig kleine, von mir entworfene Kollektionen. Wir beginnen, in den B2B-Bereich zu expandieren. Das heißt, wir verkaufen an Boutiquen. Das ist eine neue Strategie, die Stärken hat, aber auch Nachteile. Wenn ein Geschäft nicht zahlt, haben wir ein Problem. Und wenn sich das auf 10 Geschäfte ausweitet, wird es wirklich schwierig und stressig. Wenn man selbstständig ist, gibt es keine Garantie, dass man am Ende des Monats ein Gehalt bekommt. Das ist der große Unterschied. Es kostet viel Zeit und Mühe, das Geld einzutreiben. Wenn man wüsste, dass die Rechnung auf jeden Fall nach 30 Tagen bezahlt wird, würde sich diese Situation radikal ändern. Es wäre gut für unseren Stresspegel und für ruhige Nächte. Dieses Problem sollte es überhaupt nicht geben. Vor 23 Jahren führte Europa Vorschriften zum Schutz von Gläubigern ein, insbesondere von kleinen Unternehmen. Einzelhandel und Baugewerbe gehören zu den am stärksten betroffenen Sektoren. Die Einforderung verspäteter Zahlungen kostet europäische Unternehmen 275 Milliarden Euro pro Jahr. Und es gibt einen Dominoeffekt. Jede verspätete Zahlung verursacht 4 weitere. Laut EU-Zahlungsverzugsrichtlinie müssen Behörden innerhalb von 30 Tagen zahlen. Unternehmen haben jedoch bis zu 60 Tage Zeit, um ihre Rechnung zu begleichen. Gläubiger haben Anspruch auf Verzugszinsen. Eine Reform der Richtlinie will eine Kultur der pünktlichen Zahlungen fördern, missbräuchliche Vertragspraktiken bekämpfen und kleine Unternehmen dabei unterstützen, ihre Rechte zu schützen. Die Vorschläge sollen später im September veröffentlicht und dann im Europäischen Parlament diskutiert werden. Der Mittelstand ist am stärksten betroffen. Dazu ein Gespräch mit SMI United Generalsekretärin Veronique Willems. Wenn man ein Produkt herstellt oder Dienstleistungen erbringt und keine Zahlung erhält, wirkt sich das auf das Betriebskapital aus. Die Kommission überarbeitet die Richtlinie zum Zahlungsverzug. Was erwarten Sie von der neuen Fassung? Auf jeden Fall eine Obergrenze für die Zahlungsfrist. 30 bis maximal 60 Tage ist unsere Forderung für B2B und bei Geschäften mit Behörden, also für beide Bereiche. Zweitens müsste auch der Begriff der groben Unbilligkeit überarbeitet werden, der sehr vage ist. Das Baugewerbe ist der Sektor, der am stärksten vom Zahlungsverzug betroffen ist. Der Generalsekretär der European Builders Confederation, die den Mittelstand des Baugewerbes und Handwerker in Europa vertritt, erklärt, warum lange Wertschöpfungsketten im Baugewerbe zu Problemen für diejenigen führen, die am Ende der Kette stehen. Manchmal gibt es ein Ungleichgewicht, weil der Hauptauftraggeber, in der Regel ein größerer Wirtschaftsakteur, darauf drängt, die verschiedenen Akteure, die an dem Projekt beteiligt sind, später zu bezahlen. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht der Kräfte. Der europäische Green Deal, der die Energiewende und grüne Gebäude vorantreiben will, setzt den Bausektor unter Druck. Um eine umweltfreundlichere Art des Bauens zu erreichen, muss man entweder in mehr Leute oder in Innovation investieren. Und das ist etwas, das wegen der verspäteten Zahlungen im Keim erstickt wird. Covid, Brexit, der Krieg in der Ukraine. Europäische Unternehmen wurden in den vergangenen Jahren stark gebeutelt. Eine Überarbeitung der Zahlungsverzugsrichtlinie könnte ein Schritt in eine bessere Zukunft sein. Bis zum nächsten Mal bei Business Planet.